Hey, so gut, dass du da bist. Lass uns jeden Tag so leben, als wär's der letzte und so planen, als würden wir nie sterben. Halleluja. Was ich heute erleben durfte, ist so toll. Erstens mal tolles Wetter, stille Zeit mit meinem Mann. Ich durfte Bitterkeit und Wut in mir durch das Gefrierbuch auch und den Tausch am Kreuz einfach abgeben. Dann habe ich eine liebe Freundin zurückgerufen, die mich am Wochenende zweimal versuchte zu erreichen. Und in diesem Moment, wo ich telefonierte unterwegs, hat Gott ein Kreuz durch diese Kondensstreifen oder wie das heißt, ich weiß jetzt nicht den Fachausdruck von Flugzeugen, ein Kreuz gemacht. Mit einer dünnen Linie, die zum Kreuz, und es war ziemlich dick, führte. Und stell dir vor, die Frau, wohnhaft in einem anderen Bundesland, hat genau das gleiche ja zur gleichen Zeit am Himmel gehabt. Nachdem ich es sagte, war es auch bei ihr. Und ich bin ja in München und sie in Baden-Württemberg. So ist Gott. Manchmal habe ich noch ein Thema mit Geld. Also wenn ich jemanden begleite, get free und dann Unkosten habe. Und heute hat Gott einfach ein Wunder getan, dass die Frau mir schrieb, sie hat vor, mir eine Aufwandsentschädigung zu geben. Und ich war völlig überrascht. Ich hätte da gar nicht nachhaken müssen, du. Ich finde es eigentlich nicht gut, dass ich jetzt auch noch den Zug bezahlen muss, sondern Gott vertrauen, dass er mich versorgt. Und selbst wenn ich die Zugkosten nicht zurückerstattet bekommen hätte oder bekommen würde, Gott versorgt mich und ich war wieder mal beschämt, dass ich da einfach selber nochmal nachfragte. Nichtsdestotrotz stehe ich einfach auf, Krone richten, weitergehen, denn wenn wir den Kopf senken, fällt die Krone runter. Das muss ich überlegen. Ja, genau, dann war ich bei Rewe einkaufen und an der Kasse hatte ich so gut und sofern es möglich war, in einem Zeitfenster ein gutes Gespräch mit der Kassiererin. Und sie hat mir am Schluss gesagt, ach danke, Sie haben meinen Tag versüßt, als ich ihr einfach sagte, hey, so gut, dass Sie ein Lächeln drauf haben und Ihre nette Bedienung, Ihre nette Arbeit, Ihr netter Dienst mir gegenüber. Dann habe ich mich gewogen und bin so wütend geworden, habe so geschrien zu Gott und gesagt, Herr, für was verzichte ich darauf? Am Abend mich nicht vollzustopfen, wenn dann das Gewicht doch nicht rund ist und bin wirklich wütend geworden, ausgerastet habe, die Waage geschleudert, mich dann bei Gott entschuldigt und gemerkt, das ist völlig unangemessen und bekam die Idee, wenn du auf die Waage stehst, sage, nur ich stehe auf der Waage, sonst nichts. Und dann habe ich das mir einfach gesagt, nur ich stehe auf der Waage, sonst gar nichts, nur ich. Und von 80,8 hat es dann nur noch 79,9 angezeigt. So gewaltig. Und ich will natürlich meine Gemütslage nicht mit der Waage in eine Symbiose bringen. Aber so habe ich heute vieles durchgemacht. Sowohl geniale Versorgung Gottes als auch Wut, Ärger, Bitterkeit, Vorwurf, all die Gefühle und hatte in dem Sinn schon ein Get Free. Und das kannst auch du erleben. Es ist immer wichtig, aktiv zu beten. Also nicht, ich möchte was diese Sucht bringen, ich würde dir das bringen oder Gott bitte, gib mir Frieden, sondern ich bete aktiv. Ich bringe, ich hole. Ich hole mir jetzt Frieden ab. Es ist wichtig, weil es macht einen Unterschied, ob ich sage, wenn du mich bittest, die Wäsche rauszunehmen, ich werde sie rausnehmen, ich möchte sie rausnehmen oder ich nehme sie raus und hänge sie auf. In diesem Sinn wünsche ich dir ein aktives Gebetsleben. Sei gesegnet. Ciao.